Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie heute und bitte Sie, keine Angst zu haben. Es passiert nichts, Sie werden nicht erschossen. Ich habe Ihnen meinen X-Buster mitgebracht. Auch ein Gerät, mit dem ich versuche, Ungeziefer, also Tiere, die ich in meinem Garten nicht haben will, an meinem Salat, an meinen Möhren, an meinen, was weiß ich auch immer, Gurken und Tomaten, die zu vertreiben. Und so sieht das aus. Da sind Batterien drin. Hier unten, das kann man erkennen, das ist so ein Peer-Bewegungsmelder, der also auf Wärmeunterschiede reagiert. Hier hinter befindet sich ein Lautsprecher und das ist ein Blitzlicht. So, ich schalte ihn erstmal auf Nachtmodus. So sieht es aus. Es dauert immer einen kleinen Moment, bis dieser Bewegungsmelder seine Betriebstemperatur hat. Und dann können Sie gleich sehen, wenn ich jetzt eine Hand davor bewege oder sowas, dann aktiviert sich das Teil und fängt an zu blitzen. Davon werden wahrscheinlich die Tiere nicht unbedingt verschwinden. Gut, nachts ist das natürlich heller, okay. Aber gleichzeitig wird ein Ultraschallsignal abgestrahlt, was wir nicht hören, weil es sehr hochfrequent ist, über 20 Kilohertz. Und das soll dann die Tiere vertreiben. Oh, ich konnte es noch nicht so ganz ausprobieren. Katzen reagieren darauf, das habe ich schon gemerkt. Also die erschrecken und machen einen Bogen darum herum. Aber das Gerät hat noch eine Funktion. Ich glaube, die ist nicht so ganz ernst gemeint. Die kann ich Ihnen gleich mal vorführen. Die halte ich eher für einen Party-Gag. Wenn ich das auf Tag schalte, so. Sobald ich also jetzt mich bewege, simuliert der hier irgendwie Schüsse oder sonst was. Wenn da ein Reh vorbeikommt und es soll vielleicht meinen, dass es erschossen wird, Achtung. Aber wie lange Sie dann mit Ihrem Nachbarn noch im Frieden leben, das bezweifle ich. Also das wird nicht so ewig sein. Als Partygag irgendwo im Flur oder so, das ist natürlich eine tolle Sache. Aber im Nachtbetrieb kann es Hunde und Katzen sicherlich erschrecken. Und die werden dann nicht dahin gehen, wo sie angebrüllt werden, sondern da, wo es ruhig ist. Und tschüss.